Moin Leute, heute geht es um diesen Helm hier und wie wir daraus im Prinzip einen Stahlhelm bauen. Weil das ist aus Kunststoff jetzt und okay, das schützt einen schon ein bisschen von Erschütterung, aber es ist mir halt nicht stabil genug. Deswegen werden wir Metallplatten drauf befestigen. Das mit dem Design ist so eine Sache. Also da kann ich euch nur sagen, wie ich es ungefähr gemacht habe. Ich habe es zum Beispiel hier, für das hier habe ich gemerkt, okay, die Lichter hier, die will ich frei behalten. Also habe ich zwei Stücker genommen. Das wären dann die beiden Parts hier. Und wie ihr seht, hier sind die Linien gezeichnet, wie die dann sitzen. So, dass die sich unten treffen. Und dann tue ich die überall festnieten. Und oben drüber kommt dann halt die andere. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass die sich alle überlappen. Und die überlappen sich dann halt wunderschön. Ich blende mal gleich ein, wie das dann ungefähr aussieht. So, und dann habe ich ganz einfach markiert, wo ich bohren will. Das habe ich alles noch gemacht, als das noch hier drauf geklebt hat. Und Bohrpunkte markiert, habe drauf geschrieben natürlich, wo der Part hingehört, wo ich Knicke machen will und sowas. Und das ist der Rest. Dann habe ich rundherum Markierungen gesetzt mit dem Edding, damit ich es später ausschneiden kann, selbst falls die Papierteile abfliegen. Das könnt ihr auch mit Sprühfarbe machen, aber dann würde man halt die Markierung nicht mehr sehen. Und ja, also was ganz wichtig ist, ist, wir bohren dann zuerst hier die ganzen Löcher rein, dass wir die haben. Und die bohren wir alle gleich in der Größe, in der wir dann die Nieten reinballern. Also wahrscheinlich 4 mm. Und die Punkte, wo wir bohren, haben wir hier noch nicht markiert auf dem Helm. Das mache ich dann einfach, indem ich die Stahlplatten dann drauflege. Und dann direkt durch die Löcher in der Stahlplatte durchbohre. Und dann werde ich überall die Spots bekommen. Was ich mache, zum Beispiel hier Part 3, das ist der da. Das ist der hier sitzt. Da mache ich es ganz einfach so. Die werden immer vorne befestigt, immer an der vorderen Kante. Weil ich werde hinten anfangen. Ich fang unten an und baue mich dann wahrscheinlich hoch. So ist zumindest der Plan. Und deswegen mache ich immer so, dass die Löcher immer hier vorne hinkommen. Das heißt, hier kommt ein Loch hin, da. Und hier unten an der Seite nochmal eins. Und da kommt es dann drauf, damit es dann also überlappt. Na, ihr habt es vorhin in der Einblende gesehen. Also. So, ich versuche jetzt hier mit dieser schönen Blechschere das Blech alles auszuschneiden. Und ich glaube, das muss ich euch nicht demonstrieren, oder? Das ist so schnipp, schnapp und dann ist es raus und so, weißt du? Okay, ich habe jedoch nach dem ersten Stück schon gemerkt, dass es echt viel zu viel Arbeit ist mit der Drahtschere. Da würde mein Handgelenk relativ schnell schlapp machen und ich hätte morgen übelste Schmerzen im Handgelenk. Also mache ich das Ganze mal anders. Ich versuche es mit meinem Dremel zu machen. Okay, ich habe das, wie ihr gesehen habt, mit der Flex gemacht. Obwohl es halt echt besser gewesen wäre mit irgendwas anderem. Wenn ihr eine gescheite Dingssäge habt, Stichsäge, nehmt die. Aber es geht. Und ich habe vergessen, die Löcher vorzubohren. Also, wir nehmen hier diese 4er-Nieten, also 4 mm Durchmesser. Und deswegen bohren wir die jetzt mit 4 mm Ding durch. Und ja, ich bohre erstmal alles vor und dann machen wir weiter. So, sieht der ganze Mist jetzt aus. Und wie ihr seht, die Kanten sind echt scheiße geworden. Liegt halt an der Flex, die ist ein bisschen zu hart gewesen. Das Problem ist, mein Dremel, mit dem ich am Anfang gearbeitet habe, der ist viel zu schwach und die Flex ist viel zu stark. Ich bräuchte irgendwas zwischendurch. Also, eine gescheite Stichsäge wäre echt gut gewesen, weil das Blech ist halt echt ziemlich dünn. Ich versuche das Ganze jetzt nur abzurunden mit dem Ding da. Und ja, das mache ich mal jetzt, ne? Mal gucken, ob ich es noch schön hinkriege. Gut, das ist mein Rundungseisen im Prinzip. Das ist einfach mein Schmiedebahnschwelle. Da habe ich so ein relativ dickes Rohr drauf geschweißt und da tue ich dann immer einfach ein Teil, was ich biegen will, so Blech, einfach so drüber rollen und oben drauf drücken. Gut, ich demonstriere es euch mal kurz. Das kommt dahin. Okay, das heißt, es muss ein bisschen gebogen werden. Schon wieder viel zu viel. Nur noch ein bisschen. So, besser ein bisschen zu viel als zu wenig. Man kann es ja jetzt zurückbiegen. Ich habe mir jetzt hier alles bereitgelegt. Meine Unterlegscheiben, meine Nieten. Nietpistole,
Eben hatte ich irgendwo noch ein Edding, da, silberner Edding. Und wie gesagt, ich nehme dann einfach die Platten, die ich gerade befestigen will. Leg die so hin, wie ich sie haben will. Und dann fange ich an, die Punkte zu setzen. Gut, ich mache zuerst zwei Punkte, damit ich nicht irgendwie zu viele mache und dann alles versau. Okay. Ich habe vorher eben geguckt, dass ich nicht innen irgendein Kabel anbohre oder so. So, trotzdem bohre ich ganz vorsichtig. Ah shit, ich habe drinnen eins von den Bändeln erwischt. Das habe ich aber schon mal erwischt, deswegen ist es direkt sauschnell hängen geblieben. Jetzt habe ich Klebeband und so an den Bohrer. An den Bohrer, na toll. Naja. So problematisch ist das jetzt auch nicht. Aber ist doof. Gut. Naja, die Beschriftung oben drüber kann ich jetzt abmachen. So. Gut, ich nehme dann die Nietenpistole und die Zange besser gesagt. Und ich sehe die gar nicht, ne? Hier, ihr seht die Nieten. Und dann drücke ich so rein und drücke die so tief rein, wie es nur geht. Und erst dann poppe ich die. So. Ja. Sieht ganz gut aus innen drinne. Guckt ein bisschen weit raus. Ich hätte am liebsten kleinere Nieten. Aber ich habe keine. So weit, so gut. Passt alles ganz gut, wie ich es vorher gebastelt hatte. Nur ist hier oben zu viel Platz frei. Wie ihr seht, das ist die silberne Linie. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich mache es einfach nochmal ein bisschen anders. Ich mache hier oben nochmal so ein Ding hin. Das will natürlich nicht so sitzen, aber egal. Und dann kommt nochmal das hier. Hier so davor. Ja. Okay. Kommt dann hier nochmal so rein. Das ist so platziert, dass die LEDs noch durchscheinen. Aber das ist halt vorne noch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Schutz gibt. Es ist immer gut, wenn die Vorderseite ein bisschen mehr geschützt ist als alles andere. Und was auch noch wichtig ist, was ich noch ansprechen will, ist, seht ihr es hier hinten? Das ist das einzige, wo eine Schraube dran ist. Das ist, damit ich notfalls das Batteriepack mal rausnehmen kann, wenn ich es wechseln muss. Weil sonst könnte ich das ja nicht rausnehmen, ne? Wäre ja doof. Gut, also ich mache jetzt hier nochmal das auf die restlichen Stahlreste, die ich habe. Ich hoffe, die reichen noch. Ja, wenn nicht, habe ich geloost. Aber egal, ich mache das jetzt nochmal und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, hier nochmal der Helm in einem etwas anderen Licht. Das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, ist die Innenpolsterung. Die ist halt komplett nicht drin. Und ja, wie man sieht, ich musste vorne noch ein bisschen rausschleifen. Und ich habe festgestellt, dass wenn man den Dremel auf eine höhere Stufe stellt, dass er dann noch stärker ist. Wow. Ja. Auf jeden Fall, die Polsterung machen wir dann da noch irgendwann rein. Mal gucken wann. Habe ich jetzt heute keinen Bock mehr drauf. Okay Leute, so sieht der Helm jetzt aus. Und ja, ich habe jetzt die Polsterung schon eingebaut. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, weil ich nicht wusste, ob es funktioniert. Ich habe einfach mal drauf losgebastelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist so Innenraumdichtung für Autos. Im Prinzip könnt ihr alles nehmen, was irgendwie weich ist. Und könnt es da reinstopfen. Das ist jetzt noch nicht ideal, die Polsterung hier drinnen. Ich muss hier an die Seiten noch ein bisschen was dran machen. Und was ich unbedingt ändern muss, ist das hier. Weil der Rand hier unten vom Helm war eigentlich perfekt, der hier. Und das hier sticht mir jetzt in den Nacken, wenn ich das anhab. Das ist doof. Und ich muss hier den Gurt nochmal irgendwie verbessern, weil es noch ein bisschen zu sehr wackelt. Ihr wisst, dass ich vielleicht noch irgendwie was habe, was mir um den Nacken geht hinten. Und ja, irgendwie sowas. Mal gucken, was ich da noch mache. Aber an sich hält er ganz gut. Ich demonstriere das gerade nochmal kurz.
Also, hier ist nochmal der Helm. Komplett. Ich muss ihn jetzt noch lackieren und abschleifen, weil der rostet, aber das zeige ich jetzt nicht mehr im Video. So, setzen den auf. Zack. Kinnhalterung. Dann hier hoch. Klack. Und dann kann ich es hier unten noch festziehen. Geht das? Der sitzt irgendwie schief, oder? So. Besser. Also, sitzt. Ihr seht, der hält ein bisschen. Das Problem ist, wenn man hier oben drin reißt, kann man hier so rumreißen. Man könnte mich theoretisch damit rumreißen und so. Ist ein bisschen doof. Was ich jetzt noch gesagt hatte, war hier der Nacken. Wie ihr seht, das schneidet hinten rein ein bisschen. Das muss ich noch irgendwie umbiegen oder so. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Und ja, Licht funktioniert. So. Ja, und so sieht der Helm jetzt aus. Lackiere nochmal und dann sind wir auch schon komplett fertig. Zum Lackieren zeige ich in irgendeinem anderen Video. Das Video ist bis jetzt fertig, also der Helm ist jetzt fertig gebaut. Ne, so kann man ihn eigentlich lassen. Also, haut rein. Ich kann das Visier nicht mehr aufmachen. Wegen den hier. Wenn ich das Visier zu hoch mache, kriege ich es nicht mehr runter. Na gut, dann ziehe ich den gut aus. So, das war's. Surprise, ich zeige euch doch nochmal ganz kurz, wie die Lackierung jetzt aussieht. Ja, das ist die lackierte Farbe. Das ist hier Hammerschlaglack. Und das habe ich auch auf meinen Beinschienen drauf. Und ja, ich glaube, so lasse ich das. Hat halt so einen ziemlich rohen Look. Das finde ich ganz geil. Passt ein bisschen besser zu meiner Rüstung, weil ich es auch sonst überall drauf habe. Und mir fällt gerade auf, dass ich es da nochmal... Habe ich rangezoomt? Nein, da. Dass ich da nochmal nachlackieren muss, weil das hochgerutscht ist und das verkratzt. Ich habe die LEDs natürlich alle schön abgedeckt und habe dann drauf gesprüht. Und das Problem hinten habe ich jetzt auch gelöst. Wie ihr seht, ich habe da einen Schnitt gemacht. Auf seiner Seite halt auch. Und habe hier noch einen Schnitt gemacht und habe es einfach hochgebogen. Und jetzt stört es nicht mehr. Gut. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei wieder. Und ich hoffe, euch gefällt der Helm. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, lasst es mich wissen. Und ich habe jetzt auch Patreon. Das heißt, wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, könnt ihr auf Patreon gehen. Ich werde unter das Video hier mal einen Link da lassen, wie man Patreon benutzt, falls ihr es nicht wisst oder was Patreon überhaupt ist. Und dann könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt, könnt ihr mich unterstützen. All das Geld, mit dem ihr mich unterstützt, wird in Videos wieder reinfließen. Entweder in Projekte wie das hier zum Beispiel, indem ich neuen Stahl kaufe oder neue Werkzeuge. Oder indem ich direkt neue Messer oder irgendwie sowas kaufe. Also, ja, sowas halt, ne? Also Leute, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich rede mal wieder zu schnell. Ja, haut rein, tschüss.